Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir haben die Kopfhörer von Mix CDR, glaube ich, heißen die. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ich kann euch das Logo nochmal zeigen. Mix CDR. Haben wir gerade ausgepackt. Unboxing, ich sage es im Hardware-Video auch nochmal. Wir haben ein Klinkenkabel mit bei, der nicht gesleeved ist, Stereo. Wir haben ein Mini-USB-Kabel mit bei zum Laden, logischerweise. Dann haben wir einen Mono-Adapter, also für mich ist das Mono. Ja, da macht man den rein und dann hat man zwei Anschlüsse. Also habe ich mir noch nicht durchgelesen, für was das sein soll. So eine Karte ist mit bei. Logischerweise eine dicke Anleitung. Die Tüte, wo alle drin war und die Kopfhörer an sich. Und die wollen wir uns jetzt erstmal genauer angucken. Oh. Machen wir mal so. Also man kann sie halt auch drehen. Hier unten haben wir Knöpfe. Das ist so, wie so ein bisschen wie eine Schallplatte gemacht. Sieht man das eigentlich? Das kommt über Video, glaube ich, in der Kamera nicht gut rüber. Aber das ist ein ganz kleine, feine Riffeln sind da drin. Wartet mal. Dann haben wir hier an der Seite auch den Namen stehen. Hier oben haben wir Leder. Oder Kunstleder wird es sein, mit Schaumstoff darunter. Innen drin steht rechts und links, und zwar hier. Dann sieht man das hier oben. Ich kann das nicht so weit biegen, sonst ich habe Angst, dass ich es kaputt breche. Und dann muss ich ihm neue kaufen. Oh. Metall und Plastik hier. Alles schwarz. So vom Style-Faktor sehen die echt gut aus. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was haben sie denn für Knöpfe. Oh, das. Oh, 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 oh. Wir haben einen richtig fetten Plus- und Minuspunkt. Pol. Oh Gott. Lautstärke-Knopf. Vielleicht hat er sie deswegen auch bestellt. Und einen fetten An- und Ausschalter. Also hier. Und da ist auch richtig fett Plus und Minus drauf. Also die kann man beim Fahrrad fahren und beim Joggen und so gut benutzen. Und da ist der An- und Ausschalter. Da sind LEDs. Ich denke mal, das könnte eh eine vielleicht ein Mikrofon sein. Und da ist der Ladekabel. Auf der anderen Seite haben wir nee, das ist er nicht. Wir haben hier noch ein ANC und ein Mikrofoneingang, ein Kabeleingang. Für den Klinkenkabel, aber wenn wir jetzt ANC anmachen, dann leuchtet es blau. Für was das ANC ist, das werden wir gleich sehen. So, wo habe ich mein Handy? Hier. Bluetooth an. Wenn wir das einfach mal testen. Da ist der An- und Ausknopf. Das ist Standard eigentlich gedrückt halten. Hier passiert gar nichts, wenn ich den An- und Ausknopf mache. Ah. Jetzt ist was passiert. Blinkt blau, Power on, stand da, glaube ich. Oder hat sie gesagt, besser gesagt. Ich suche jetzt nochmal mit dem Handy nach neuen Quellen.
Aber bis jetzt findet sie nichts. Ich glaube, das war. Nee, das muss eigentlich rot leuchten. Power off. Perry, genau. Ihr drückt halt nach Power on und dann leuchtet es rot-blau. Das ist eigentlich Standard bei den meisten. Jetzt müssen wir hier nur gucken, ob wir hier was finden. Ah, doch, da. Mix CDR E9. Connected. So, gucken wir mal. So. Wo ist hier rechts? Wo ist hier links? Rechts, links. Oh, die sind groß genug. Die passen mir, ohne dass ich was nachziehen muss. An sich. Ja, vielleicht dann noch ein 1, 2. 1, 2. So, dass sie richtig über die Ohren sind. So. Also Tragekomfort ist eigentlich ganz okay. Also kann ich jetzt so nichts Negatives feststellen. Oben ist gut gepolstert. Ich mag es, dass die enger auf dem Kopf sitzen. Die meisten sitzen ja immer so locker drauf. Und dann hast du halt immer noch, dass du dich so leicht echomäßig hörst. Das ist hier jetzt nicht. Die sitzen richtig schön fest. Ich höre mich selber sehr dumpf an. So. Und jetzt mache ich mal Musik an. Wo waren meine Musik? Da oben. Ich muss hier erstmal gucken, wo hier. Ich benutze den Musikplayer hier bei Huawei echt sehr selten. So. Kann ich hier nicht auch noch suchen, irgendwie nach irgendwas? Titel, Wiedergabe, Favoriten. Verlauf. Nemesis. Na, hier habe ich ja was von Nemesis drin. Nehmen wir das einfach mal. Also Handy ist auf der lautesten Stufe. Wartet. Also lauter geht's nicht. Ich spule mal ein bisschen. Wo war hier Plus Minus? Da. Hört sich echt gut an, irgendwie. Ich mache mal jetzt hier lauter. Also das ist die lauteste Stufe jetzt. Die Stimme kommt nicht so doll raus. Und lautstärkemäßig, die sind schon ordentlich laut, aber ich kenne andere, die lauter sind. Also ist EU-Norm, denke ich mal, dass die eingeschränkt sind. Wartet mal, wo war denn der andere Knopf hier? Hier. Ah, jetzt ändert sich der Ton. Okay. Ich mache jetzt die Rauschunterdrückung, glaube ich, an. Also da werden sie definitiv lauter. Jetzt kommt die Musik auch besser zur Geltung und hört sich nicht dumpf an. Also klarer, man hört sie deutlicher. Wesentlich deutlicher. Also ohne finde ich jetzt nicht so gut, aber so finde ich die ganz gut. Ja, ohne sind sie wesentlich leiser.
und hören sich was dumpfer an. So, jetzt mache ich nochmal eine Stelle, wo sie singen. Ah, jetzt. Doch, hört sich gut an. Wartet mal, das muss ich nochmal ohne anhören. Also mit dieser aktivierten Rauschunterdrückung hört sich der Sound klar an. Man hört die Musik gut, man hört die Singstimmen gut, also die Sänger hört man gut, man hört den Bass auch gut und vor allen Dingen die einzelnen Instrumente. Macht man es aus, wirkt die Musik etwas dumpfer. Man hört die Musik zwar noch gut raus, der Bass kommt gut, aber die Stimmen, die einzelnen Musikinstrumente kann man nicht mehr so genau ja, die klingen auch etwas abgeflachter, aber die Stimmen, die sind so eher, als wenn die so im Hintergrund sind. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal noch ein anderes Lied vor. Und zwar Wurzel allen Übels. Also bei dem Lied kommt mit dieser Rauschunterdrückung ein bisschen hallig. Also kommt gut rüber. So, jetzt höre ich mir nochmal mein Outro, was ihr ja kennt, was hier hinter dem Video auch kommt. Oh Gott. So, jetzt höre ich mir das nochmal an. Wo ist denn der? Da. Hört sich gut an, aber jetzt hören wir das uns nochmal mit aus an. Okay, okay, okay. Also, erstmal wieder ausmachen. Also mit dieser, was heißt das, ANC, kam jetzt, da habe ich mir mein Outro nochmal angehört, sehr kraftvoll rüber. Die Stimme war aber so mehr so im Hintergrund, also war nicht so kraftvoll wie die Musik, kam mir jedenfalls so vor. Mit aktivierter ANC kommt es heller rüber. Man hört mehr raus. Der Bass ist dann immer noch da, aber ohne ANC ist der Bass spürbar mehr. Was jetzt nicht negativ ist, man muss halt gucken, aber mir fällt es mit aktivierter ANC, wenn es alles gleichmäßig sich anhört, gefällt mir persönlich viel besser. Also ich muss die jetzt erstmal noch gucken. Also Wochenende holt er sie ja ab, also ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit. Also die haben mich so ein bisschen neugierig gemacht.
Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Also mehr kann ich dazu jetzt im ersten Augenblick auch nicht sagen. Vielleicht gibt er mir später mal eine Zusammenfassung, was ihm gefallen hat oder ob er was Negatives gefunden hat. Weil wie gesagt, die sind jetzt nur noch bis Wochenende bei mir und dann gehen sie zu meinem Kumpel. Und er, denke ich mal, nimmt sie dann Wochenende zum Radfahren oder zum Skaten oder so. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also ich bin da positiv überrascht von. Und ich kenne die nicht. Also wenn ihr die Marke kennt und wisst, ob die was anderes haben, ich weiß es nicht. Ich habe nur von ihm den Link gekriegt und hat er gesagt, hier bestell mal für mich, kriegst Wochenende die Kohle. Ich hole mir das dann ab. Zu den Kopfhörern. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Sind ganz okay, die Kopfhörer. Ich werde die jetzt noch ein paar Tage testen. Vielleicht kommt dann noch mal ein Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.